Ihr seid beide viel zu jung. Aber was soll ich jetzt machen? Was sollst du machen, das arme Kind? Ja, die Melanie ist ja nur 14. Auch noch? Dann kommst du ins Knast. Aber Mama... Du musst dich verhüten bei sowas. Oma macht es einfach besser. Ich bin fett und krass und laser. Mama? Ja, was ist? Mir ist was passiert, was sehr peinlich ist. Und ich wollte es dir so sagen, weil du ja meine Mutter bist. Ich habe dein Mädchen kennengelernt. Ja. Das ist die Melanie. Ja. Jetzt. Du weißt ja, mit 15 oder 16 Jahren hat man ja vielleicht die eine oder andere Beziehung. Mhm. Genau, und ich gehe jetzt seit neuestem sehr oft raus mit der Melanie. Das ist mir aber nicht aufgefallen. Ist dir nicht aufgefallen, aber ich gehe seit neuestem mit der Melanie auch raus. Wann denn? Wann ist das passiert? Ja, letzte Woche. Vorletzte Woche, dann immer so in der Mittagspause. Ach so. Ja, gut. Ja, genau. Ja, und Mama, warte, ich habe jetzt nicht nur direkt mit ihr geflirtet. Ja. Ich habe auch was Perverses mit ihr gemacht. Das ist nicht okay. Ich bin auch selber nicht stolz drauf. Da musst du dich aber dann entschuldigen und ja. Genau. Und Mama, ich glaube, die Melanie ist auch schwanger. Findest du es schlimm? Oh, ja? Nee, ich war noch von dir. Das ist aber schlimm. Ist das schlimm? Natürlich ist es nicht gut. Ihr seid beide viel zu jung. Aber was soll ich jetzt machen? Was sollst du machen, das arme Kind? Ja, die Melanie ist ja nur 14. Auch noch? Dann kommst du ins Knast. Ich will aber nicht ins Gefängnis. Ihr geht beide ins Gefängnis. Ihr seid beide minderjährig. Hallo? Mama, da machst du mir gerade Angst. Sowas tut man doch nicht in eurem Alter. Sag mal, aber Mama... Du musst dich verhüten bei sowas. Immer verhüten. Und das ist viel zu früh. Auch sowieso. Allgemein ist das viel zu früh. Aber jetzt ist es schon passiert, Mama. Ja, bist du aber schnell. Mein lieber Gott, jetzt wirst du ja Vater in ein paar Monate oder was. Du bist selber noch ein Kind. Und sie ist dreifach, zehnfach noch Kind. Mama. Ja? Bist du sauer? Ich muss nicht sauer sein. Ja, was soll ich jetzt machen? Nichts. Wenn es wirklich so ist, dann müssen wir uns beraten lassen. Beim Arzt, bei den Eltern. Wir müssen nicht wie die anderen Elternteile reagieren. Weil dann könnt ihr keine Ausbildung machen. Ihr seid aufgeschmissen. Ich muss dir noch was sagen. Also die Melanie... Ja, was? Noch bei einem Mädchen. Nein, ich habe nicht noch ein Mädchen geschwängert. Nee, habe ich nicht. Aber die Melanie, sie hat eine besondere Hautfarbe. Was für eine Hautfarbe? Die Melanie, die ist schwarz. Ja toll, dann gibt's ja Cappuccino. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir die... Hallo. Hallo, Andreas. Like.